Dann darf ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen zum Chart-Webinar von Ayando und Feingold Research mit Franz-Georg Wenner, mit mir wieder, an einem Handelstag, der durchaus wieder recht volatil ausgefallen ist, wo wir doch einige Schwankungen gesehen haben, größtenteils das Ganze nach unten, der DAX letztlich mit knapp minus 2% rausgegangen unter der 10.700. Hat jetzt eigentlich seit Ende November, wo wir ja auch das jüngste zyklische Hoch mal hatten, schon gut 6% verloren, also innerhalb von wenigen Tagen doch sehr kräftig eingebüßt. Das heißt also, der Start in den Dezember ist schon mal missglückt und da müssen wir natürlich mal auf verschiedene Charts schauen, gerade beim DAX, aber ich habe mir heute auch vorgenommen, aufgrund der zahlreichen Nachfragen auch mal auf den österreichischen Leitindex, den ATX, zu schauen, damit auch mal die Zuhörer aus Innsbruck, Wien und Salzburg auf ihre Kosten kommen. Deswegen werden wir auch uns für den ATX mal ein bisschen Zeit nehmen heute. Ansonsten natürlich immer Ihre Fragen sehr willkommen. Ja, den Risikohinweis, den kennen Sie jetzt inzwischen. Die Agenda für heute eigentlich auch eher übersichtlich gehalten. Window Dressing ist ja so das Thema eigentlich gewesen. Will ich auch drauf eingehen auf jeden Fall. Und zwar hier Punkt 3, Mythos oder lukrative Regel. Ich habe so ein paar Statistiken rausgesucht, die doch zu einem relativ eindeutigen Ergebnis führen. Und ja, da wollen wir uns mal anschauen, was man daraus noch machen kann. Verschiedene Indizes schauen wir uns an und Einzelwerte natürlich. Und damit starten wir dann auch, beziehungsweise wir starten natürlich, Sie kennen das schon, wie jedes Mal, mit der kleinen Umfrage für die nächste Woche natürlich. Wie schätzen Sie den DAX ein, nachdem es ja jetzt doch mal deutlicher nach unten gegangen ist? Ich darf noch mal erinnern, letzte Woche hatten Sie gesagt, 71% der DAX wird steigen. Da waren wir bei 11.260 Punkten gewesen, jetzt sind wir bei 10.670 Punkten. Also das war ein ganz klares Kontraindikator gewesen. Könnte man sich schon fast so ein bisschen überlegen, Werte über 70%. Auf der Bullen- und Bärenseite sind dann eher mit Vorsicht zu genießen und eben als Kontrasignal einzuordnen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Sie Ihre Meinung geändert haben. Bis zur nächsten Woche, das ist ja 15., einen Tag vor der wichtigen FED-Zinssitzung, die ja am 16. anberaumt ist und wo man ja eigentlich relativ sicher sagen kann, dass es da zu einem Zinsschritt kommen wird. Und dann schauen wir mal. So, 3 Sekunden noch. Bitte nochmal draufklicken. Letzte Chance vorbei. So, das Ergebnis. Ja, auch wiederum relativ eindeutig. 68% von Ihnen sagen, der DAX wird nächste Woche höher stehen. 32% gehen davon aus, dass der DAX tiefer stehen wird. Also weiterhin eigentlich recht hoher Optimismus im Augenblick noch. Gucken wir uns das Ganze hier in der Grafik mal an. Sie sehen es also. Inzwischen schon seit Mitte November ist das Sentiment positiv ausgerichtet. Der DAX eigentlich in dem Zeitraum unter dem Strich sogar leicht verloren. Aber es wird mal interessant, wie lange Ihre Meinung weiterhin positiv bleibt, wenn der DAX jetzt sich nicht stabilisieren sollte, ob das dann relativ zügig kippt, ob da jetzt schon sehr viele investiert sind auf der Long-Seite und auf eine weitere Jahresendrally hoffen. Das wird mal auf jeden Fall die spannende Frage sein in den nächsten mindestens 55 Minuten. Jedenfalls für nächste Woche, Sie gehen weiterhin von steigenden Kursen aus. Und damit holen wir uns mal schnell zwei wichtige Akteure hier auf den Schirm. Den muss ich mal eben aufrufen. Einmal den DAX natürlich, das ist klar. Und dann natürlich auch den Ölpreis. So funktioniert es nicht. Rohstoffe. Energie, Leitzuid, also amerikanisches Öl, und da sieht man eigentlich auch schon, was hier eigentlich zuletzt relativ deutlich gehandelt wurde. Und hier unten noch Euro-Dollar, also jetzt haben wir alle zusammen. Ne, verkaufen nicht. Schon fast die Position verkauft. Das sind eigentlich so die Hauptakteure hier im Augenblick, die in den vergangenen Tagen doch wesentlich mal die Aktienmärkte mit durchgeschüttelt haben. Ich verlängere noch mal eben das Intervall hier auf einen Tag. Dann können wir das auch etwas besser einordnen. So. Und Sie sehen es schon, Das habe ich ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dieser gegensätzliche Lauf zwischen Euro, Dollar und dem deutschen Aktienmarkt hält also weiterhin sehr schön an. Also deutlicher könnte man es eigentlich nicht ausbilden. Hier diese erste starke Abwertungsbewegung nochmal bei Euro, US-Dollar und dann eben am vergangenen Donnerstag, wo wir hier diesen starken Aufwertungsimpuls gesehen haben von zeitweise 4 Cent, also eine ganze Menge sogar. Und dementsprechend korrespondierend beim DAX dann der entsprechend starke Rücksetzer hier. Und genau das wird natürlich jetzt hier auch schon eingepreist, hat Ihnen ja schon häufig gesagt, also die weiteren, aber die etwas jetzt, ich will mal sagen, etwas angespannteren Exportaussichten für die deutschen Unternehmen aufgrund der Euro-Abwertung führen jetzt natürlich auch dazu, dass so ein bisschen auf der Analystenseite schon die Gewinnschätzungen bei einigen sehr stark exportorientierten Unternehmen etwas nach unten geschraubt werden. Und ja, damit würde dann natürlich auch wiederum die Bewertungsniveaus ein bisschen nach oben ziehen. Das führt wiederum dazu, dass man hier größere Unsicherheit im Augenblick drin hat. Und gleichzeitig eben hat man hier auch noch Gegenwind im Augenblick von den Rohstoffmärkten. Also der Ölpreis ist ja hier doch sehr stark unter Druck gekommen nach der OPEC-Entscheidung. Ich hatte es Ihnen ja hier gesagt, nochmal kurz zur Erinnerung, die Termine, die ich Ihnen ja beim letzten Webinar gesagt hatte, die EZB-Zinsentscheidung, da hat ja Mario Draghi nicht ganz so viel geliefert, wie eigentlich erhofft. Vor allen Dingen das monatliche Anleiheaufkaufvolumen ist unverändert geblieben. Da hatte man doch mit deutlich mehr gerechnet. Und dann gibt es auch noch die Arbeitsmarktdaten, die darauf hindeuten, dass wir also in den USA die Zinserhöhung sehen und die OPEC-Entscheidung vom vergangenen Freitag eben, wo sich eigentlich jetzt inzwischen das Kartell doch als ziemlich zahnloser Tiger darstellt. Man hat sich mal wieder nicht so richtig einigen können, man hat keine Obergrenze festgelegt, eine Kürzung steht überhaupt nicht zur Disposition, sondern man will einfach mal den Markt erstmal vorerst beobachten, verweist auf den Iran, dass da die Handelssanktionen im kommenden Jahr fallen könnten, und dann will man mal schauen, was da alles dann an OPEC-Öl bzw. auf den Weltmärkten eben dann an Öl eben vorhanden ist, und deshalb hat man hier auch keine Kürzung beschlossen. Das hat dann den Ölpreis nochmal so einen richtigen Stoß versetzt, und wir sind jetzt jedoch wieder auf die Niveaus der Finanz- und Wirtschaftskrise aus dem Jahr 2008, 2009 zurückgefallen. Nun, diese ganzen Entwicklungen führen eben auch dazu, über den Ölpreis zum Beispiel, dass die Teuerungsrate in Euroland weiter unter Druck bleibt. Das heißt, die EZB hat ja eigentlich ein Inflationsziel ausgegeben von 2%. Und wir haben ja keine richtige Inflation, das heißt, die Teuerungsrate ist quasi nicht vorhanden, was ja zu einem Großteil daran liegt, dass eben die Energierohstoffe in den vergangenen Monaten so deutlich nachgegeben haben, und hier eben ganz klar natürlich der Ölpreis, aber eben auch natürlich andere Rohstoffe, Industrierohstoffe unter Druck stehen. Das führt eben dazu, dass wir dieses Inflationsziel von 2% nicht so schnell sehen werden, und das will ja eigentlich die EZB erreichen. Wenn jetzt der Ölpreis weiterfällt, dann ist natürlich dieses Inflationsziel von 2% langsam vollkommen außer Sichtweite. Und das könnte wiederum dazu führen, dass wir erstens mal eine verstärkte deflationäre Tendenz inzwischen sehen. Also Deflation, nochmal so kurz zum Rückblick, ist ja eigentlich ein anhaltender Rückgang der Preise von Waren und Dienstleistungen. Und führt eben dann relativ häufig, oder also die Gefahr ist, dass es eben dann in so eine Deflationsspirale übergeht. Das heißt, die Konsumneigung geht immer weiter zurück und die Preise gehen immer weiter runter. Es kommt zu Entlassungen und so weiter und so fort. Das heißt also, der Rückgang an den Ölmärkten drückt die Inflationsrate und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine deflationäre Entwicklung. Das ist natürlich Gift für die Konjunktur. Man kann allerdings auch argumentieren, dass natürlich mit den fallenden Ölpreisen der Druck auf die EZB verstärkt wird, dann doch auf der nächsten Sitzung etwas expansivere Maßnahmen zu beschließen, um eben doch irgendwie die Inflation, die Teuerungsrate wieder anzuheizen und sich eben gegen diesen negativen Effekt abgeleitet eben aus den Rohstoffmärkten zu stemmen. Das ist einmal ein wichtiger Einflussfaktor, diese Rohstoffkomponente, natürlich eben auch dann an den Devisenmärkten über Euro, US-Dollar, denn auch hier ist es natürlich so, mit der Euro-Aufwertung, die führt ja letztlich dazu, dass die Importe von ausländischen Gütern nach Europa wiederum günstiger werden. Der Euro wertet ja auf und das kann zu einer importierten Deflation führen. Das heißt also, Sie haben hier Deflationsrisiken über zwei Seiten, über die Euro-Aufwertung, die wir zuletzt gesehen haben, und dann nochmal über die fallenden Preise wiederum an den Rohstoffen. Das ist so ein Punkt im Augenblick, der den Aktienmärkten deutlich zusetzt und wo man sich eigentlich dann erhofft, dass die Europäische Zentralbank ein bisschen expansiver unterwegs ist, aber genau das hat es ja nicht geliefert. Deshalb eben jetzt hier doch der letzte oder der jüngste Stimmungsumschwung. Also immer auch, wie gesagt, die anderen Märkte mit beachten, Rohstoffmärkte, Devisen, das sind ganz wichtige Komponenten, um eben die Lage einzuschätzen. Ich habe Ihnen hier auch mal mitgebracht eine Grafik zu den Rohstoffen bzw. zum Ölmarkt in den vergangenen rund 15 Jahren. Wie hat sich eigentlich hier so das Verhältnis von Ölangebot und Ölnachfrage immer entwickelt und dazu der Ölpreis. Man sieht dann sehr schön auch, wie hier es doch ganz deutliche andere Einflussfaktoren eben auch gibt. Das heißt also nicht nur der Preis abgeleitet wird aus Angebot und Nachfrage. Schauen Sie mal hier, hier ist im Augenblick das Angebot, diese rote Linie. Die Ölnachfrage liegt deutlich darunter, hat inzwischen ist die Differenz ein bisschen geringer geworden. Die war hier in den vergangenen Monaten noch deutlich größer. Und das wurde eben auch häufig dann eben mit fallenden Preisen, also die fallenden Preisen wurden damit eben begründet, dass eben das Ölangebot so groß ist im Vergleich zur Nachfrage. Aber es gab in der Vergangenheit durchaus auch schon Phasen, wie zum Beispiel hier 2004, als wir ein deutlich höheres Ölangebot hatten und eine wesentlich geringere Nachfrage. Es stiegen zwar beide Komponenten an, aber wie man hier sehr schön sieht, eine sehr große Differenz war da damals schon mal gegeben. So etwas Ähnliches haben wir hier auch mal gesehen, kurz nach der Jahrtausendwende, als wir auch ein sehr, sehr großes Ölangebot hatten und eine relativ geringe Nachfrage. Auch da kam es nicht zu einem Preissturz. Aber im Augenblick sind einfach die Perspektiven am Ölmarkt so schlecht, weil es einfach heißt, selbst wenn es zu einer Erholung kommen sollte, warum auch immer, aufgrund einer steigenden Nachfrage zum Beispiel, dann ist der Preis auf jeden Fall auf der Oberseite gekappt. Stichwort hier eben Fracking-Industrie in den USA. Die warten ja nur darauf, dass der Ölpreis sich wieder leicht erhöht, um ihre Ölbohrlöcher wieder anzuschließen. Das geht sehr, sehr schnell. Innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen können hier wieder neue Löcher angeschlossen werden und dadurch steigt natürlich dann auch wieder das Ölangebot aus den USA. Das war ein Faktor gewesen, den wir in den vergangenen Jahren zuvor eigentlich so nicht hatten. Und die USA sind jetzt als Ölexporteur inzwischen mit auf den Weltmärkten aktiv und das belastet natürlich entsprechend. Dann nochmal ein kurzer Rückblick. Die Grafik hier kennen Sie eigentlich auch schon, aber weil es im Augenblick eben so spannend ist mit dem WTI-Preis, WTI, also amerikanisches Öl, sehen Sie sehr schön. Diese Handelsspannen habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Die 40-Dollar-Marke, wie wichtig die ist, wie entscheidend die im Augenblick wirklich ist. Und das ist ein ganz zentrales Punkt jetzt zum Jahresschluss eben auch, hält sich der Ölpreis über der 40-Dollar-Marke, ja oder nein, zum Monatsschluss. Das ist wichtig, Sie sehen es hier, seit 1900 ist es so der Fall gewesen, wenn eine einmal nach oben hin verlassene Handelsspanne, die wurde anschließend nie wieder in Anspruch genommen. Das heißt also hier zum Beispiel der Ausbruch über 10 Dollar, gab es öfters mal einen Rücksetzer da drauf, aber der Ölpreis ist per Monatsschluss nie darunter gefallen. Das gleiche hier dann ab 2005, als wir über die 40-Dollar-Marke gestiegen sind, selbst während der Finanz- und Wirtschaftskrise, dieser doch sehr heftigen Krise 2008, 2009, war WTI-Preis per Monatsschluss niemals unter 40 Dollar. Und jetzt stehen wir im Augenblick wieder vor dieser Entscheidung mit rund 36 Dollar, 35 Dollar. Im Monatsverlauf deutlich drunter und es wird jetzt sehr interessant sein, ob wir zum Monatsschluss und somit auch zum Jahresschluss wieder über 40 Dollar schließen und somit diese Regel, die seit 1900 besteht, auch weiterhin Fortbestand hat. Im Augenblick gehe ich noch davon aus, aber sollte es diese Regel hier brechen, dann sehen Sie eben auch, was hier für eine große doch ja, Umkehrformation ausgebildet wird, und dann könnte der Preis noch deutlich unter die 40-Dollar-Marke fallen. Das ist im Augenblick noch nicht gegeben, aber man sollte da zumindest mal aufpassen. Es ist auch so, wenn man sich die Terminmärkte anschaut, dass wir hier vor allen Dingen im Augenblick eine sehr, sehr starke Contango-Situation haben. Das heißt also, die Terminkurve ist sehr, sehr steil nach oben gerichtet. Der Juli-Kontrakt zum Beispiel, also für Sommer nächsten Jahres, liegt im Augenblick noch so bei knapp 45 Dollar. Beziehungsweise sind wir im Augenblick schon 42, 43 Dollar nach dem jüngsten Kursrutsch. Das zeigt eben auch, eigentlich ist es am Terminmarkt, sind die Akteure doch davon im Augenblick noch ausgerichtet, dass man hier langsam den Boden beim Ölpreis gesehen hat. Das zeigen auch die jüngsten Positionen bei den Netto-Long-Positionen, die auf dem geringsten Niveau seit mehr als 6 Jahren gefallen sind. Also die Spekulation ist eigentlich raus, und es wäre so die Voraussetzung für eine mögliche Bodenbildung gegeben und damit eben dann auch wiederum eine Fortsetzung dieser Regel hier, dass eine einmal durchbrochene Handelsspanne nicht mehr nach oben hin aufgelöst wird. Also der Ölpreis, ganz spannend. Euro, US-Dollar haben Sie hier im Chart auch nochmal. Da ist noch nicht so viel passiert im Augenblick. Wir sind hier weiterhin in der Seitwärtsrange gefangen zwischen 1,045 bis 1,05 auf der Unterseite. Das wurde alles bestätigt hier. Handeln jetzt über der nächsten Unterstützung bei 1,08 ungefähr. Behalten Sie hier, wenn Sie Euro-US-Dollar handeln, immer die 50-Tage-Linie im Blick. Das sieht man hier sehr schön, hellgrün eingezeichnet. Sieht man deutlich, wie Euro-US-Dollar jeweils sehr häufig an den gleitenden Durchschnitt heranläuft und von diesem wieder nach oben hin abprallt oder nach unten hin, je nachdem, ob das Währungspaar da drüber oder da drunter notiert. Auf jeden Fall ist dieser 50-Tage-Durchschnitt zumindest bei Euro-US-Dollar von übergeordnetem Interesse. Heißt, ein Tagesschluss über der 50-Tage-Linie dürfte weiteres Aufwärtspotenzial nach sich ziehen, auf Wertungspotenzial mit Ziel dann 1,10 darum. Darüber kommt eben dann diese wichtige Region um 1,1450, 1,15 ins Spiel. Hier ist aber wieder davon auszugehen, wie auch schon im Sommer, dass sich die EZB dann zu Wort melden wird und sagen, na, also da müssen wir doch mal wieder was beim Quantitativ Easing machen, um eben hier über der Währungsseite eben keinen weiteren Druck hereinzubekommen. Dann wollen wir uns ja heute beschäftigen so ein bisschen mit dem Thema Window Dressing. Das heißt also, lohnt es sich, auf Gewinner und Verlierer zum Jahresschluss zu setzen, oder ist das irgendwie so ein Mythos, wo eigentlich gar nichts richtig dran ist? Und ich habe Ihnen jetzt immer hier verschiedene Grafiken mitgebracht, die doch eine relativ eindeutige Antwort darauf geben. Nur mal so für diejenigen, die das so nicht kennen, was ist eigentlich Window Dressing? Nein, man versteht darunter, dass die Fondsmanager zum Jahresende herum meistens eben das Geld, das freie Geld oder Kapital in ihren Fonds in die Werte investieren, die im Jahresverlauf besonders gut gelaufen sind, und es werden die Aktien verkauft. Da kam noch gerade eine Frage zum Euro, US-Dollar, gehe ich noch kurz drauf ein, bevor wir das hier schließen, beziehungsweise hier drüber reingehen, muss ich mal eben gucken. Eine Sekunde. Euro, US-Dollar, die 50-Tage-Linie, genau, ist in Dollar hier dargestellt. Ja, verläuft also im Augenblick im Bereich um rund 1,0960. Hier natürlich berechnet ganz normal die Achse hier in Dollar. Ja, da sind wir hier auch übrigens während der Draghi-Rede exakt dran gelaufen an den 50-Tages-Durchschnitt bei 1,089 und davon eben abgeprallt. Deswegen hier auf jeden Fall mal drauf achten. Also immer so ein Durchbruch durch die 50-Tage-Linie führt doch meistens nochmal zu einem entsprechend stärkeren Impuls. Das hat man hier auch gesehen, schön Mitte Oktober. Und da sind wir jetzt kurz mal wieder dran gelaufen. Das dürfte sich sehr bald jetzt auflösen. Entweder bricht Euro, US-Dollar hier unter die Unterstützung von 1,08, dann geht es wieder runter nach 1,04, oder wir brechen über diese fallende 50-Tage-Linie aus und dann ist das Ziel 1,10. Also ein ganz interessantes Trading-Instrument im Augenblick. So, genau, das Window Dressing. Also nochmal kurz, zum Jahresende ist es ja meistens so, oder sagt der Börsenmund, dass zum Jahresende die Aktien gekauft werden, die gut gelaufen sind, und diejenigen, die schwach gewesen sind, die werden von den Fondsmanagern aus den Depots rausgeräumt. Ziel der ganzen Übung ist es, dass man zum Bilanzstichtag in den Fonds genau die Gewinneraktien ausweisen möchte oder ausweisen will, und die Aktien, die sich schlecht entwickelt haben, die möchte man nicht ausweisen, um eben hier nach außen hin zu suggerieren, dass man ein gutes Händchen gehabt hat und ja, eben auch sein Geld quasi gut verdient hat. So, das hat natürlich dann entsprechende Konsequenzen, denn wenn man in Aktien investiert, die zuvor gut gelaufen sind, und der Markt weiß natürlich dann, aha, da kann man jetzt sehr schnell nachgucken, zum Beispiel Anfang Dezember, welche Aktien haben sich im bisherigen Jahresverlauf sehr gut entwickelt, dann ist es natürlich für Privatanleger und auch für alle anderen Investoren relativ einfach zu sagen, dann steige ich doch genau in die Aktien ein, die schon gut gelaufen sind, weil die Fondsmanager müssen die Werte ja jetzt noch weiter kaufen, um die eben dann in ihren Depots, in ihren Fonds ausweisen zu können. Und da solche Fonds natürlich meistens über sehr viel Kapital verfügen und das auch bewegen, kann es natürlich dann hier auch zu deutlich spürbaren Anpassungen kommen, und das schlägt sich dann natürlich auch entsprechend dann in den Kursen nieder. Es führt zu einem sich selbst erfüllenden Prophezeiung letztlich auch, könnte man sagen. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit zum Jahresende, auch nochmal so als Privatanleger nochmal richtig auf eine sehr gute Regel zu setzen, die sich angeblich auch bewährt hat. Das ist das, was wir so ungefähr überall immer lesen. Statistisch belegt ist das meistens nie. Und es stellt sich die Frage, stimmt das denn überhaupt? Stimmt diese Regel Window Dressing, lohnt sich das darauf eigentlich zu setzen? Das Problem ist, wenn man da mal das Ganze ein bisschen tiefer analysiert, ist, dass ja viele Details eigentlich ungelöst sind. Erstens mal die Frage, wenn man sich einen Index betrachtet, wie viele Aktien muss man denn eigentlich kaufen, damit diese Regel angewendet werden soll? Sind es zum Beispiel nur die 3 besten Aktien oder die 5 besten oder die 10 besten Aktien? Dann ist auch die Frage natürlich offen, wann muss man denn eigentlich kaufen? Zum 1. Dezember oder ist das schon im November der Fall oder Anfang November? Da gibt es ja auch keine richtige Vorgabe. Und wann muss man die Aktien wieder verkaufen? Lohnt sich das, die am Silvestertag zu verkaufen oder im Januar? Auch das sind natürlich so ganz verschiedene Einflussfaktoren. Und wir wollen mal hier versuchen, darauf Fragen, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Sie sehen hier vor sich die Gewinnwahrscheinlichkeit dieser Dezemberregel, also dieser Window-Dressing-Regel, angewendet auf den DAX. Und das haben mir die Kollegen von Stockstreet mal ausgerechnet. Und zwar einfach mal angenommen in den vergangenen Jahren, dass man jeweils auf die 3 besten Aktien gesetzt hätte im DAX. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, und zwar gesetzt hätte, die hätte man zum 1. Dezember gekauft und dann eben geschaut, 4 Wochen also bis Anfang des Jahres gehalten, wie hoch war dann die Wahrscheinlichkeit, dass man im Gewinn gelegen hat. Die normale Gewinnwahrscheinlichkeit liegt ja logischerweise bei 50%. Das ist das, was man mindestens bzw. deutlich übertreffen sollte, damit eben diese Regel überhaupt auch sinnvoll ist. Und Sie sehen es, wenn man Anfang Dezember auf die 3 besten Aktien des Jahres gesetzt hat, dann lag man zum Jahresende nur mit einer Quote von 33% vorne. Das ist schon mal sehr ernüchternd. Wenn man auf die 5 besten Aktien gesetzt hat, dann hatte man zumindest mal eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% gehabt. Die liegt schon mal relativ deutlich über der Zufallswahrscheinlichkeit von 50%. Aber für so eine richtig gute Regel, wo man sagen würde, ja, die kann man auch wirklich drauf setzen, da kann man zum Beispiel auch mit Hebelprodukten drauf setzen, sind natürlich 60% immer noch nicht viel. Da müsste eigentlich noch ein bisschen mehr bei rumkommen. Wenn man die 3 besten gekauft hätte und die 3 schlechtesten Aktien short gegangen wäre, dann kommt man auf ungefähr 47%, also auch wieder letztlich Münzwurf. Und das gleiche Ergebnis übrigens auch, wenn man auf die 5 besten gesetzt hätte und die 5 schlechtesten wiederum. Auch das knapp unter der Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, dieses Ergebnis hier allein aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit kann man schon mal sagen, das lohnt sich eigentlich nicht. So, man könnte natürlich jetzt noch argumentieren, naja, gucken wir uns mal die Durchschnittsgewinne an. Es kann ja sein, dass zum Beispiel viele Aktien ganz kleine Verluste erzielt haben und andere Aktien aber einen sehr, sehr hohen Gewinn und dass das vielleicht diese Gewinnwahrscheinlichkeit ein bisschen verzerrt hat. Deshalb hat man hier einfach mal geschaut, wie ist denn überhaupt die Performance herausgekommen, wenn man auch wieder das gleiche System angewendet hat. Die Durchschnittsgewinne im Zeitraum von 2000 bis 2014 legte der DAX im Durchschnitt um ungefähr 1,7% zu. Wenn man Anfang Dezember die drei besten Aktien gekauft hätte, dann legten diese im Durchschnitt nur um 0,1% zu. Das heißt also nicht erwähnenswert, plus minus null, deutlich schlechter als der Gesamtmarkt. Die fünf besten Aktien nahezu unverändert. Etwas interessanter ist hier dann schon noch die Regel, wenn man 3 Long und 3 Short gegangen wäre, also die 3 besten Aktien Long, die 3 schlechtesten Aktien geschortet hätte. Da kommt man immerhin auf 1,2%, liegt aber dann immer noch 0,5 Prozentpunkte unter dem Marktdurchschnitt. Das heißt also auch hier wirklich ja, kein überzeugendes Ergebnis eigentlich. Lohnt sich nicht, die Strategie zu verfolgen. Und Sie sehen auch die letzte Anwendung hier, 5 Long und 5 Aktien Short, 0,6%. Auch das zeigt deutlich, dass dieses System, sage ich mal, dieses Handelssystem ebenfalls der Gesamtmarktperformance deutlich unterlegen gewesen ist in den vergangenen 14 Jahren. Das heißt also, hier kann man schon mal festhalten, aufgrund dieser beiden Grafiken, dass sowohl die Gewinnwahrscheinlichkeit, abgesehen hier von 5 Long, aber das ist nicht wirklich signifikant mit 60%, die Gewinnwahrscheinlichkeit enttäuschend ausfällt aufgrund dieser Window Dressing Regel, egal ob man jetzt nur 3 oder 5 Long geht oder das Ganze sogar mit Shorts kombiniert. Aber auch die Durchschnittsgewinne im Dezember liegen zum Teil signifikant unter der Gesamtmarktperformance. Das heißt, auf gut Deutsch, es lohnt sich eigentlich gar nicht, irgendwie auf dieses System, diese Regel zu setzen. Ja, und das ist doch schon relativ erstaunlich dafür, dass das sehr häufig eigentlich zum Jahresende immerhin zitiert wird, dass die Fondsmanager halt ihre Depots entsprechend umschichten, Gewinneraktien rein, Verliereraktien raus. Wenn man das dann wirklich auch handeln würde, dann wäre das ein ziemliches Verlustgeschäft. Es gibt auch noch eine andere Analyse von den Kollegen von Warburg Research, die haben sich einfach mal angeschaut, wie sich so eine Window-Dressing-Strategie gegenüber einem Zufallsdepot schlagen würde. Das heißt, schaffen die 5 Aktien mit einer guten Wertentwicklung bis November im Dezember eine bessere Wertentwicklung als 5 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Aktien. Sie sehen hier in Rot dargestellt, das ist die Wertentwicklung der jeweils besten 5 Aktien seit 2001. Das sind die roten Balken. Und die schwarzen Punkte, das ist so ein quasi konstruiertes Zufallsdepot aus Aktien aus dem DAX. Man hat hier insgesamt sogar 5000 unterschiedliche Portfolios generiert, in denen eben jeweils zufällig 5 ausgewählte Aktien enthalten gewesen sind. So, und wenn jetzt natürlich diese Window-Dressing-Strategie wirklich funktionieren sollte, dann müssten natürlich die zufällig ausgewählten Portfolios, das heißt also hier die schwarzen Punkte, deutlich schlechter abschneiden als die Depots, die aus den 5 besten Aktien bestehen. Also hier die roten Balken sind das. Und wenn man sich hier diesen Chart einmal anschaut, dann fällt auch hier das Ergebnis nicht überzeugend aus und bestätigt letztlich die Grafiken, die ich Ihnen gerade eben schon gezeigt habe. Das heißt also, hier oben sieht man deutlich in den Jahren 2001, 2002, 2006 zum Beispiel oder eben auch 2013, da wäre es durchaus interessant gewesen. Da hatte man dann durchaus auch mal eine Outperformance gesehen, aber eben es gab durchaus eben auch Jahre, in denen eben dieses zufällig ausgewählte Depot dann auch ja, schlechter abgeschnitten hat. Und das zeigt eben auch nochmal, selbst ein zufällig ausgewähltes Depot aus unterschiedlichen DAX-Aktien muss im Durchschnitt nicht schlechter sein, als wenn man nur auf die 5 besten Aktien gesetzt hätte. Und das ist doch ein relativ überraschendes Ergebnis und belegt eben, wie gesagt, die beiden Grafiken von gerade eben noch einmal sehr deutlich. Nun, wie kann man sich das Ganze erklären? Ist das eigentlich so überraschend oder gibt es dafür auch eine relativ gute Erklärung? Eigentlich ganz logisch, wenn Sie mal darüber nachdenken. Erstens mal ist es ja so, man könnte jetzt sagen, naja, dann steigt man halt nicht zum 1. Dezember ein, sondern eben früher. Das ist aber auch wiederum dann Schwierigkeit, denn wenn viele Anleger wissen oder Investoren, dass dieses System funktionieren würde, dann würden sie natürlich immer früher auch einsteigen. Das heißt, diese früheren Einstiege führen eben dann dazu, dass sich dieses Window Dressing System irgendwann selbst totlaufen würde, denn der Einstieg würde immer früher erfolgen und damit ist das System irgendwann tot. Das macht also schon mal irgendwo keinen Sinn. Zweitens, denken Sie mal darüber nach, so ein Fondsmanager, woran wird der eigentlich gemessen? Der wird ja nicht daran gemessen, dass er die Gewinneraktien drin hat und dass nachher irgendjemand sich das Depot anschaut und sieht, aha, da ist ja die Gewinneraktie drin gewesen, also ist der Fondsmanager gut gewesen. Sondern das Hauptkriterium ist ja eigentlich, dass der Fonds also mindestens seine Benchmark geschlagen hat bzw. sich besser entwickelt hat. Das heißt, durch solche Umschichtungen wird natürlich das Ganze auch nicht verbessert. Ja, die sind ja auch damit verbunden, wenn man Umschichtungen vornehmen würde im Depot. Das verursacht wiederum Transaktionskosten, das belastet wiederum die Gesamtperformance. Das macht gar keinen Sinn, diese Umschichtungen überhaupt vorzunehmen. Und auch dieses Argument von wegen, man schichtet dann in die besseren Aktien um und schmeißt die Aktien raus, die sich vorher schlecht entwickelt haben, um eben dann eine bessere Depotzusammenstellung auszuweisen. Auf den ersten Blick nachvollziehbar, aber wenn Sie mal darüber nachdenken, naja, auch mit solchen Tricks könnte man ja keine positive Performance mehr erzielen. Ja, das Entscheidende ist ja die Performance des Fondsmanagers und selbst wenn jetzt dann zum Jahresschluss da die besten Aktien drin sind, aber der Fonds selbst sich schlecht entwickelt hat, dann könnte man ja sehr schnell dieses ganze System, diese Logik zum Einsturz bringen und damit dann den Fondsmanager entlarven, dass er hier nur ein bisschen rumgetrickst hat. Macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, also falls wir wieder mal irgendwo darauf stoßen, Window Dressing, setzen Sie auf die stärksten Aktien, die sich entwickelt haben. Denken Sie an die Grafiken zurück. Es gibt überhaupt gar keinen statistischen Beweis, dass dem wirklich so ist. Es gibt verschiedenste Untersuchungen, also, die zu dem Ergebnis geführt sind. Letztlich ist es einfach Zufall. Es kann manchmal sein, dass sich das Depot dann besser entwickelt, beziehungsweise die Aktien. Aber häufig ist es eben so, dass man hier die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, als ob man einfach einsteigen würde. Bringt also nichts, lautet das trockene Fazit dazu. So, nach dieser kleinen Ernüchterung wollen wir mal in die USA rüberschauen, wie da im Augenblick die Lage ist. Es hat sich nicht so viel verändert. Sie kennen die ganze Geschichte inzwischen schon. Der Regenschirm, den ich hier aufgespannt habe, der begleitet uns weiterhin. Der hält auch weiterhin. Also ich hatte ja mal so kurzzeitig hier die Hoffnung gehabt, als wir am 4. Dezember hier diese lange weiße Kerze gesehen haben, diesen kräftigen Anstieg, dass es jetzt mal zum Ausbruch kommt, aber Sie sehen es kurz danach, zack, der Markt wieder nach unten hinweggelaufen und es setzt sich weiterhin genau das Szenario eigentlich so durch, was ich eben Ihnen hier schon gesagt hatte. Das heißt, wir bleiben tendenziell hier unter diesem Rounding Top im Augenblick noch gefangen. Da ändert sich noch nichts dran und ja, solange dieses Rounding Top Bestand hat und die Grenze verläuft hier im Augenblick bei rund 2095 Punkten, ein bisschen höher ungefähr, 2100 Punkten, geht es hier zwangsläufig irgendwann nach unten und dann würden die Kurse nach unten hinwegbrechen. Noch ist hier aber auch kein Verkaufssignal gegeben, das ist auch ganz wichtig, sondern wir haben hier nur eine Schwächephase, eine wirkliche größere Top-Bildungsphase. Aber hier liegt noch kein klassisches Verkaufssignal vor. Dafür müsste der S&P, wir kennen schon die Marke von mindestens 2015 bis ungefähr 2020 Punkten nach unten durchbrechen. Erst dann sieht es ein bisschen kritischer aus und negativ ganz klar unterhalb von 1990 Punkten. Solange das nicht der Fall ist, pendeln die Märkte vorerst erstmal seitwärts. Und ja, weichen auch so ein bisschen natürlich nach unten hin weiter auf. Ja, das ist sowieso in den USA sehr stark zu beobachten, in Deutschland auch zum Teil schon. In Deutschland handeln im Augenblick im DAX 8 Aktien um mehr als 20% unter ihrem vorherigen Hoch. Das heißt also, 8 Aktien befinden sich bereits im Bärenmarkt. In den USA ist das Ganze noch ein bisschen deutlicher. Im S&P 500 ist es übrigens so, dass knapp 50% der Aktien bereits im Bärenmarkt handeln, sich also um mehr als 20% vom vorherigen Hoch entfernt haben. Im Russell 3000, wo 3000 Aktien enthalten sind und der wirklich einen ganz breiten US-Markt widerspiegelt, ist es auch so, dass eigentlich die Aussage des Index sehr stark verzerrt wird, denn 1% der darin enthaltenen Aktien stehen für rund 1/3 der gesamten Marktkapitalisierung des Index. Und wenn wir das mal umrechnen, 1% davon, also die besten 30 Aktien, haben seit Jahresbeginn um gut 6% zugelegt und die ganzen anderen 99% der Aktien um mehr als 3% verloren. Das zeigt also, wie schief inzwischen schon diese ganze Lage inzwischen an den amerikanischen Aktienmärkten sich entwickelt hat. Aber nichtsdestotrotz, noch sind die Indizes oben und noch hoffen die Optimisten, dass einfach auch die Aktien bald wieder gekauft werden, die sich zuletzt schlechter entwickelt haben. Das zeigt sich auch nochmal hier in der Grafik sehr schön. Sie sehen hier den Prozentansatz der Aktien oder den Prozentteil der Aktien im S&P 500, die unter ihrer 200-Tage-Linie notieren, sind im Augenblick noch 48%. Was man deutlich sieht, die Quote ist inzwischen wesentlich geringer als zum Beispiel noch im Sommer 2014. Da hatten wir noch eine hohe Marktbeteiligung gehabt, eine große Marktbreite an Aktien, die diesen Aufwärtstrend auch mitgemacht haben. Aber seit Sommer 2014 ist es ganz klar zu sehen, dass aus immer mehr Aktien Kapital abgezogen wird und nur noch die Schwergewichte den Markt im Augenblick oben halten. Das heißt, nur noch 50% der Aktien verteidigen ihre 200-Tage-Linie. Der Markt weicht somit so ein bisschen von unten auf und das ist natürlich ein klares negatives Signal. Wir sind hier auch noch von überverkauften Niveaus deutlich entfernt im Augenblick, die liegen ja bei ungefähr nur noch 20% der Aktien. Das heißt also, nach unten wäre auch ein bisschen Luft gegeben sogar. Der Ausbruch nach oben will nicht so richtig gelingen, das heißt also, meine Devise weiterhin, vom amerikanischen Aktienmarkt sollte man sich eher zurückhalten. Nichtsdestotrotz, Sie kennen es ja hier, die Grafik hatte ich glaube ich auch schon mal gezeigt, die aktuelle Marktschwäche, die wir hier sehen, sollte man noch nicht unbedingt überbewerten. Wenn man sich hier einfach mal die Entwicklung anschaut, der vergangenen 20 Jahre, also von 1994 bis 2014, das hier ist der Durchschnittsverlauf vom Dow Jones, vom S&P 500, vom Nasdaq und vom Russell 2000, also den Nebenwerteindex. Sie sehen es sehr schön. Zur Monatsmitte hin, also um den 10. Handelstag, wird da meistens so ein Tiefpunkt ausgebildet, eine kurze Seitwärtsstabilisierungsbewegung und dann erst so kurz vor Weihnachten mit dem großen Verfall, der ja kommenden Freitag, also Freitag in einer Woche stattfindet, dann ziehen die Kurse meistens erst deutlicher an, dann kommt diese klassische Santa Claus Rally. Aber da sind wir noch ein paar Tage von entfernt. Das heißt also, die Marktschwäche, die wir im Augenblick sehen, die lässt sich sehr gut also auch statistisch hier beweisen mit diesem Durchschnittsverlauf. Und ja, hier hängt jetzt ganz einfach sehr viel davon ab, was die amerikanische Notenbank machen wird am 16. Dezember. Das heißt, spätestens danach muss die Rallye richtig einsetzen, müssen Anschlusskäufe oder müssen Käufe eben einsetzen, damit wirklich dieses Muster hier auch noch Fortbestand hat. Im Augenblick sind diese Kursverluste, die wir noch sehen, relativ normal und lassen sich eben hier sehr schön auch mit diesem Durchschnittsverlauf von 1994 bis 2014 vergleichen. Ich stelle Ihnen nochmal eben die Grafik hier auch in den Chat rein, dann können Sie sich die auch nochmal in Ruhe anschauen. Das gleiche nochmal hier mit der 200-Tage-Linie, dann haben Sie auch zur Verfügung und sollten Sie auf jeden Fall immer mal im Auge behalten. So, damit machen wir mal den Sprung. Beziehungsweise ja, noch ein paar Aktien wollte ich auch noch mal kurz vorstellen, wo man das auch sehr schön dran sieht. Indexschwergewicht, da hatte ich ja gesagt, halten den Markt im Augenblick nach oben, also eine Apple zum Beispiel. Sehen Sie hier, ist gar kein richtiger Flow im Augenblick drin. Die Aktie handelt weiter unter ihrer 200-Tage-Linie und ich hatte Ihnen ja vor einigen Webinaren schon gesagt, die Aktie ist für mich uninteressant, dabei bleibe ich auch. Apple bleibt wirklich langweilig, solange sie zumindest mal in dieser Handelsspanne hier drin bleibt, also zwischen $107 bis ungefähr 120, meinetwegen $123 muss man Apple nicht weiter beachten. Pendelt sie seitwärts und letztlich eben damit auch der Gesamtmarkt. klar, wenn hier die Unterstützung fällt, dann bricht natürlich auch so langsam am Gesamtmarkt der Trend dann nach unten weg. Und dann wird es dann schon ein bisschen deutlicher, wohin die weitere Reise gehen kann. Es gibt natürlich auch Aktien, die sich dann auch relativ gut behaupten, das ist klar. Das wäre zum Beispiel hier einer meiner Favoriten ja schon seit längerer Zeit, Altria, also der Tabakkonzern. Das sind einfach Werte, die seit 2009 intakten schönen Aufwärtstrend aufweisen, die eine schöne steigende 200-Tage-Linie haben, die gut unterstützt sind, die auch nach einem Ausbruch aus einer oder nach einem Sprung über einen Widerstand dann auch schön anziehen an zuvor definierte Kursmarken, also hier zum Beispiel die Oberseite des Aufwärtstrends, dann hier ein idealtypischer Rücklauf an das alte Widerstandsniveau, was ja dann einen Rollentausch vollzieht, hin zu einer Unterstützung. Also das ist hier zum Beispiel bei der Altria-Aktie wirklich ein Musterbeispiel. Wenn Sie sehen wollen, wie man hier sehr schön traden kann eigentlich, hier den Ausbruch handeln auf ein neues Hoch, dann läuft die Aktie hier an den Aufwärtskanalgrenze an, der Rücklauf an das alte Ausbruchsniveau, exakte Bestätigung, wieder ein Ausbruch nach oben hin, dann sind wir hier dran gescheitert an dem ehemaligen Hoch, also haben hier auch kein Fehlsignal gesehen, aber die Aktie war hier noch ganz gut unterstützt gewesen bei 52 Dollar, dann kam schließlich hier dieser Ausbruch auf der Oberseite auf eine neue Bestmarke, sie sind bis knapp an die Trendkanalgrenze dran gelaufen und hier wieder ein schöner Rücklauf an das ehemalige Ausbruchsniveau. Das sind wirklich sehr, sehr gute Chance-Risiko-Verhältnisse, die man eben dann auch nutzen kann. Also hier zum Beispiel dann mit dem Rücksetzer entsprechend einsteigen. Risiko haben Sie hier nur von 2-3 Dollar, aber erkaufen sich eben auch eine schöne Chance auf der Oberseite, in einen Wert einzusteigen, der seit Jahren einen übergeordneten, stabilen Aufwärtstrend aufweist. So ähnlich ist es natürlich auch bei anderen Werten, also hier zum Beispiel gerade diese Visa, Mastercard, also Kreditkartenunternehmen, American Express ganz ausdrücklich nicht, haben ja auch ein leicht anderes Geschäftsmodell, aber zum Beispiel Mastercard und Visa sind hier sehr interessant, auch die Aktien ja langfristig in einer schönen Aufwärtsbewegung gegeben und bieten sich natürlich auch immer wieder bei entsprechender Schwäche an. Im Augenblick würde ich in die jetzt noch nicht neu investieren, da hier kein aktuelles Signal vorliegt, aber zumindest mal auf die Beobachtungsliste setzen und wenn man sich zwischen beiden nicht entscheiden kann, dann habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt, einfach beide Aktien miteinander vergleichen. Das zeigt hier unten diese Grafik sehr schön, das heißt, hier habe ich einfach die Performance von Mastercard und Visa gegenübergesetzt, beide Aktien quasi in Konkurrenz zueinander, fällt die Linie, entwickelt sich Visa besser, steigt die Linie, dann entwickelte sich die Mastercard-Aktie besser. Sie sehen es, seit Juli ist der Trend eher abwärts gerichtet. Das heißt also im Augenblick, wenn man sich nicht entscheiden kann, würde ich die Visa bevorzugen, weil die eine relative Stärke aufweist gegenüber der Mastercard. Und damit würde ich sagen, springen wir mal über den Atlantik rüber und landen in Wien beim österreichischen Leitindex, beim ATX, bringe ich ja einfach mal, weil es ja doch sehr viele von Ihnen eben auch aus Österreich zuschauen, die Kehrseite der Medaille, ehrlich gesagt, der Index ist im Augenblick, das heißt im Augenblick seit einiger Zeit extrem langweilig. Da kann man nicht sehr viel klare Signale im Augenblick ableiten. Ich nehme mal hier noch die 25-Tage-Linie raus. Hier mangelt es im Augenblick so ein bisschen wirklich an klaren Signalen. Der Index pendelt etwas seitwärts, kann sich nicht so richtig befreien, nachdem wir ja hier zu Jahresbeginn wie auch die gesamten europäischen Indizes einen richtigen Ausbruch gesehen haben, also der hier auch so einen längerfristigen Abwärtstrend mal gebrochen hat, sind die seit Monaten vorliegenden Chartmarken eigentlich weiterhin gültig. Das heißt, ATX unterstützt auf der Unterseite 2150 Punkte ungefähr, beziehungsweise bis 2190 Punkte. Das ist so die wichtige Unterstützung auf der Unterseite. Ansonsten auf der Oberseite, wo wir dran gestoßen sind, 2495 bis ungefähr 2510 Punkte. Das ist der nächste Widerstand. Wenn der rausgenommen wird, dann ein weiteres Ziel, Oberseite, ist dann auch nicht so weit entfernt, 2540, 2555 Punkte und erst darüber kämen die Jahreshochs wieder in Reichweite. Aber im Augenblick macht der Index keine Anstalten, dass sich hier doch eine erhöhte Dynamik bauen könnte. Im Gegenteil, die Handelsspannen nehmen im Augenblick eher ab. Der Index dümpelt seitwärts. Die 200-Tage-Linie wurde hier zuletzt gekauft bei 2380 Punkten. Also ehrlich gesagt, da passiert nicht viel. Gucken Sie nach Deutschland zum TechDAX, da ist ein bisschen mehr los. Einfach mal so als Handwerkszeug noch, können Sie sich auf den Schmierzettel schreiben. Ich gebe Ihnen hier mal die statistisch wichtigen Abstände durch, die man mal so ein bisschen zumindest beachten sollte, wenn man das Ganze, wenn man den Index Trading technisch beachtet. War es in der Vergangenheit so gewesen, der ATX entfernte sich äußerst selten um mehr als 6,5 bis ungefähr 7% von seiner 21-Tage-Linie nach oben. Das heißt also, wenn sich der Index so weit davon entfernt hat, dann war meistens das zwischenzeitliche Top ausgebildet gewesen und erreicht. Sieht man hier sehr schön, also 6,5 bis 7%. Dann ist die Luft meistens in Österreich raus. Kaufen kann man den Index relativ gut, wenn er sich um rund 8% bis 9% von der 21-Tage-Linie nach unten hin abgesetzt hat. Ja, dann hat man hier sehr schön das Tief getroffen. Man hat hier auch das Tief getroffen, sehr gut mit der Regel. Hier hätte man auch dann exakt dieses erste Tief getroffen, das zweite nicht so ganz, aber wäre dann doch, wenn man hier eingestiegen wäre, jetzt zumindest mal wieder im Gewinn. Also wie gesagt, 8 bis 9% Differenz nach unten hin. Kaufenswert, verkaufen, wenn er sich um mehr als 6,5 bis ungefähr 7% nach oben hin abgesetzt hat, dann ist der ATX doch interessant und dann sollte man hier mal wieder einsteigen. Das soll es mal kurz zu Österreich gewesen sein. Falls ich hier wirklich was Interessantes noch tun sollte, werde ich mal wieder drauf eingehen, aber im Augenblick, wie gesagt, ist hier nicht mehr rauszuholen. Aber ich denke mir mal, da wird schon noch was passieren, auf jeden Fall. Es war noch eine Frage gewesen zum Shanghai. Drehen wir nochmal eben auf die andere Seite der Weltkugel. Und hier haben wir den Shanghai Composite im Augenblick aufgerufen. Ist jetzt noch nicht der aktuelle Kurs von heute, ist zum Teil schon drin, genau. Ist ein bisschen unterstützt im Augenblick, aber das ist eine relativ schwierige Ausgangslage. Sie sehen eben auch hier im Shanghai, was mir eben nicht gefällt, das ist diese Serie von weiterhin intakten fallenden Hochpunkten. Also hier oben erster Hochpunkt, dann haben wir hier so eine Gegenbewegung gesehen, die hat auch nicht darüber gereicht. Die nächste Aufwärtsbewegung lag unter der vorherigen. Dann haben wir hier auch eine breite Top-Bildung gesehen, Entschuldigung, Boden nicht, Top natürlich gerade eben. Die liegen alle tiefer, das heißt, wir haben hier so eine Serie von fallenden Hochpunkten. Das ist kein wirklicher Vertrauensbeweis im Augenblick. Auf der Unterseite hier so ein bisschen unterstützt mit den Jahrestiefs im Bereich um rund 2.900 bis 3.000 Punkten. Tendenziell würde ich sagen, Zielbereich erstmal hier so ein Test der vorherigen Umkehrpunkte im Bereich 3.310. Mehr auch nicht. Der Index an sich macht im Augenblick auch einen sehr, sehr lustlosen, kraftlosen Eindruck. Und ich würde sagen, der pendelt auch seitwärts in diesem Bereich hier erst einmal. Erst wenn er darauf ausbricht, wird er wieder interessant. Das heißt, Shanghai unter 3.200 verkaufen, oberhalb von 3.690, 3.700 interessant mit einem Ausbruch dann nach oben, Zielbereich knapp 4.000. Solange das nicht der Fall ist, wäre ich hier sehr, sehr vorsichtig. Da verliert man sonst nur Geld in diesen Seitwärtsgeschichten. So, damit kommen wir zum DAX, der gute alte DAX. Ja, und das ist genau die Ausgangsbasis, der wir uns jetzt konfrontiert sehen, die äußerst spannend ist. Den Abwärtstrend, den kann man inzwischen mal rausnehmen, verliert im Augenblick an Relevanz. Wichtig hier, Sie kennen den Prognosekorridor, abgeleitet auf Basis der Differenzen zur 21-Tage-Linie. Der lässt im Augenblick so ein bisschen Luft bis 10.000, knapp 400 Punkte. Allerdings wäre es wirklich schon sehr, sehr gut, wenn der Markt nicht unter die nächste Unterstützung zurückfällt und die verläuft hier im Bereich um 10.580 bis ungefähr 10.640 Zähler. Da sollte er nicht drunter fallen, ansonsten wird es hier doch ein bisschen kritischer. weil dann diese Ausbruchsbewegung doch zu stark korrigiert würde. Und wir könnten auf jeden Fall mal dann sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Jahresendrallye deutlich gesunken ist. Fällt der Markt unter 10.570 darum, dann ist das Ziel dann knapp 10.390 bis 10.400 Punkte. Ob es hier noch zu einer Stabilisierung kommt, ist dann wirklich fraglich, von der sich dann der Index nochmal erholen kann. Also im Augenblick interessant eigentlich, denn hier könnte man jetzt auf der Long-Seite einsteigen mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man hier zum Beispiel absichert im Bereich 10.320 oder knapp darunter 10.570. Das wäre sicherlich aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten sehr interessant, aber dafür braucht man dann auch den entsprechenden Mut, zumal wir auch noch nicht diese kleine Schwächephase in den USA überwunden haben bis nächste Woche Donnerstag zur FED-Entscheidung, beziehungsweise nächste Woche Mittwoch. Also im Augenblick etwas riskant, aber ich hatte es Ihnen ja auch gesagt, ich erwarte den DAX vorerst in einer Seitwärtsbewegung, hier so in diesem Bereich 10.000, wie gesagt, 600 bis maximal ungefähr 10.000, 11.600 Punkten, da hält er sich nach wie vor drin auf. Da muss man jetzt wirklich die nächsten Tage genau verfolgen, hält diese Unterstützung hier ja oder nein. Das ist jetzt noch nicht ganz sicher, da wäre ich vorsichtig, man könnte es noch probieren. Wie gesagt, auf der Long-Seite, aber dann bitte auch eng absichern, also mindestens spätestens hier unterhalb von 10.300 Punkten. Es gibt da noch einen weiteren Punkt, wo ich kurz darauf eingehen möchte, das ist so ein bisschen diese psychologische Komponente. Und zwar schauen Sie sich mal den DAX an, aus Sicht von Investoren, die in den vergangenen Monaten reingegangen sind. Neue Skala, so. Eine ganz einfache Überlegung mal. Und zwar, wer liegt eigentlich im Augenblick im Gewinn, wer liegt derzeit im Verlust? Das kann man hier sehr schön einzeichnen. Alle Anleger, die hier in diesem Bereich reingegangen sind, in diesem Zeitraum, die liegen im Augenblick im Verlust. Und das ist doch auf das Jahr gesehen relativ weite Spanne. Und die könnten im Augenblick schon kalte Füße bekommen und sich überlegen, ja, soll ich hier noch weiter drin bleiben oder wäre es nicht Zeit, mich aus dem Markt zu verabschieden? Und auf der anderen Seite sehen wir hier dieser relativ kleine Zeitraum, Berücksichtigung der vergangenen Monate von Investoren, die nur im Gewinn liegen, der ist relativ überschaubar. Wenn Sie jetzt hier den Mut hatten, hier einzusteigen, im September und Oktober, ja, dieser Bereich hier, dann haben Sie jetzt im Augenblick noch Buchgewinne und Sie überlegen sich natürlich sehr genau, wenn jetzt der DAX hier drunter fällt, dann ziehe ich die Reißleine, weil ich will auf jeden Fall meine Buchgewinne sichern. Und dann kommt zusätzliches Angebot auf den Markt und das könnte dann entsprechend dann die Kurse nach unten belasten. Das heißt also eine Abwärtsbewegung nochmal verstärken. Und alle die, die hier drin gewesen sind und auch diesen Rücksetzer hier ausgestanden haben, die haben natürlich jetzt auch Angst, dass der Markt hier nochmal drunter fällt und sich so eine Abwärtsbewegung beschleunigen könnte und somit ihre Buchverluste dann noch größer ausfallen. Und deshalb ist eben dieses Kursverhalten jetzt hier im Bereich um 10.500 bis 10.600 Punkte so entscheidend. Ja, hier muss ich zeigen, hat der Markt wirklich die Kraft und die Standhaftigkeit, nach oben sich abzusetzen. Das heißt also, steigen hier mutige Investoren ein, ja oder nein. Und deshalb muss man jetzt ganz genau aufpassen, was jetzt hier passiert in den nächsten Tagen im Bereich 10.500, 10.600 Punkte. Das wird sehr, sehr entscheidend sein. So, dann war eine Frage aufgekommen zur Daimler-Aktie. Kann ich natürlich mal schnell aufrufen. Langfristiger Kursverlauf. War noch ein anderer Wert, den suche ich mal schnell. Sie sehen hier auch wieder den Prognosekorridor, kennen Sie ja schon, eben auch wieder abgeleitet aufgrund der Differenz zur 21-Tage-Linie. Und da notiert die Daimler-Aktie im Augenblick genau in der Mitte drin. Hat sich weder nach oben noch nach unten hin deutlich abgesetzt. Das heißt also, im Augenblick ist die Daimler-Aktie kein interessanter Wert aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten, weil sie nicht an einem Extrembereich angekommen ist, sondern eben ja, so ein bisschen seitwärts läuft, gefangen zwischen der 21- und 200-Tage-Linie. Da ist keine richtige Dynamik derzeit noch drin, kommt auch nicht so richtig auf. Bei der Daimler-Aktie hier der Kursbereich interessant 74,50 € bis ungefähr 75 €. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier nochmal eine Stabilisierung einsetzt. Das heißt also, der Markt das testet und sich die Aktie in einem freundlichen Umfeld, wenn der DAX eben auch gekauft wird in der Zone 10,5, 10,6, sich die Daimler-Aktie als Index-Schwergewicht auch nochmal nach oben hin absetzen kann. Zielbereich dann im Optimalfall ungefähr 87 €. Aber ob sich das wirklich durchsetzt, wie gesagt, hängt davon ab, was der DAX jetzt zwischen 10,5 und 10,6 macht. Die Daimler-Aktie kann man hier, wie gesagt, kaufen, aber auch hier Stoppkurs beachten. Das heißt also knapp darunter 70 €, 69 €, da sollte man auf jeden Fall das Risiko begrenzen. Ansonsten wird die Sache eben dann doch aus der technischen Perspektive wieder deutlich negativer. Und wir sehen es auch hier zum langfristigen Aufwärtstrend der Aktie, also bei Daimler, der ja schon seit mehreren Jahren besteht. Da ist durchaus auch noch ein bisschen Luft nach unten. Ja. Die verläuft im Augenblick bei 63 €. 63 € heißt aktuellen Abschlag noch von 16% auf den aktuellen Kurs. Das heißt also, auch jetzt in Daimler einzusteigen, ist nicht wirklich für mittelfristige Investoren zumindest nicht wirklich interessant. Da sollte man eher abwarten, bis der Wert hier nochmal diesen Aufwärtstrend testen sollte. Und das wäre immerhin 16% unter dem aktuellen Niveau. Also man kann erste Positionen aufbauen, aber das ist im Augenblick nicht unbedingt so empfehlenswert, weil die Aktie, wie gesagt, ja, so ein bisschen im Niemandsland rumdumpelt, würde ich mal sagen. Ein weiterer Wert kam auch gerade die Frage Deutsche Bank. Deutsche Bank deshalb eben heute extrem spannend, weil die Aktie hier auf den tiefsten Stand gefallen ist seit Sommer 2012. Ja, ich zoome Ihnen hier mal den Chart noch ein bisschen rein und Sie sehen es hier. Wir sind unter die Tiefs gefallen der vergangenen Monate und Jahre. Das hat natürlich nochmal für so ein bisschen Abgabedruck gesorgt. Überrascht mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass wir hier jetzt drunter gefallen sind. Aber auf der anderen Seite, Sie kennen es ja auch, die alte Regel, die ich Ihnen mal mitgebracht hatte, Deutsche Bank-Aktien meistens dann interessant, wenn sie sich zumindest um mehr als 20% von ihrer 200-Tage-Linie nach unten entfernt hat. Wir sind im Augenblick bei 19,5% angekommen, also schon wieder sehr weit eigentlich nach unten hin abgesetzt. Ob das jetzt ausreichen wird, hat man natürlich keine Garantie für, das ist klar. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis wird langsam besser. Und die würde ich jetzt auch mal engmaschig verfolgen. Also wenn sie unter 20,50 €, 20,55 € fällt, dann wird es wirklich kritisch. Dann droht hier doch eine größere Korrektur in der Aktie. Aber die Chance für eine Stabilisierung sind doch zumindest mal gegeben. Zumindest hier in der Vergangenheit, Sie sehen es mal mit wenigen Ausnahmen eigentlich betrachtet, waren so Differenzen von rund 20, 25% zur 200-Tage-Linie eigentlich immer ganz kaufenswert gewesen. Wenn man dann noch den Stoppkurs entsprechend beachtet, dann hat man eigentlich ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis auch. Aber es ist ein relativ auch wiederum risikoreiches Investment. Da wäre ich deshalb weiterhin vorsichtig. Es gibt durchaus Aktien, die interessanter sind, die stärkere Trends aufweisen, die im Augenblick auch an wichtigen Unterstützungen angekommen sind und wo auch mit entsprechender Nachfrage zu rechnen ist. Sie sehen hier zum Beispiel dieses Beiersdorf, die sich auch ganz gut entwickelt hat, ist hier schön ausgebrochen aus diesem ehemaligen Widerstand, nach oben gelaufen, hat sich so ein bisschen nach oben hin abgesetzt und jetzt dieser klassische Rücktest hier auf das alte Ausbruchsniveau, das ja im Bereich um rund 83 bis ungefähr 85 € verläuft. Das ist so ein Wert, den ich zum Beispiel sehr interessant finde. Ja, hängt natürlich ganz klar auch davon ab, was macht der Euro, ist ja auch ein stark exportorientierter Wert, aber zumindest von der Technik her gesehen sind wir hier noch ganz gut unterstützt, kann man auch noch relativ gut zum Beispiel absichern mit einer entsprechenden engen Stoppkurs darunter, also zum Beispiel knapp unter dem Ausbruchsniveau, das wäre nur 2% Risiko, spätestens aber unter der 200-Tage-Linie, das wären dann 5,7% Risiko, also jetzt im Augenblick bei 79,80 €. Das wäre dann durchaus interessant. Ja, das ist so ein Wert, der testet im Augenblick sein Ausbruchsniveau und solange das hält, ist das ein wirklich interessantes Investment zum Beispiel im Bereich der DAX-Aktien, was man sich mal anschauen könnte. Rücklauf dann hier oben durchaus Potenzial von mehr als 5% gegeben. Wir sind ja hier auf Rekordhoch. Das ist sowieso dann immer einer der interessanteren Werte, die sowieso nach oben sich abgesetzt haben. Deutsche Börse habe ich Ihnen hier mitgebracht, auch so eine Aktie, die hat zuletzt ein bisschen an Stärke eingebüßt, aber auch hier schauen Sie mal die 200-Tage-Linie an, zumindest mal seit Sommer wurde jeder Rücklauf an die 200-Tage-Linie gekauft. Das hat sich zuletzt auch nochmal bestätigt, die 200-Tage-Linie verläuft im Augenblick bei 77,90 Euro, also knapp 1 Euro unter dem aktuellen Kurs. Könnte auch sein, dass die Aktie sich hier wieder stabilisiert und dann nach oben hier an den Widerstand läuft, bei ungefähr 81,70 Euro. Das heißt, man muss hier jetzt schon sehr strategisch vorgehen. Ich würde, wenn man jetzt zum Beispiel noch viel Kapital in der Hinterhand hätte, auf keinen Fall alles in einen Wert investieren. Das hatten wir ja schon in den vergangenen Webinaren besprochen, sondern strategisch vorgehen. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, gerade in so einer kritischen Marktsituation wie derzeit, Positionen absichern, zum Beispiel über die Shortseite mit CFDs, wenn man neu investiert, auf gutes Chance-Risiko-Verhältnis achten. Das heißt also Aktien scannen, Charts scannen, die an guten Unterstützungen, an bewährten Unterstützungen angekommen sind, die einen übergeordneten Aufwärtstrend noch aufweisen, also zum Beispiel eine 200-Tage-Linie, die steigend verläuft, die nach Möglichkeit im Bereich des Rekordhochs notiert, damit man hier einfach keinen richtigen guten Widerstand mehr auf der Oberseite hat und wo man eben auch eng absichern kann auf der Unterseite und dann sukzessive einsteigen. Das heißt erstmal nur ein Teil einer Position und schauen, wie entwickelt sich das Ganze, entwickelt sich das positiv, sukzessive nachkaufen, also zum Beispiel nur ein erstes Drittel einer späteren Endsumme, dann weiter aufstocken zu 2 Drittel und dann letztlich noch einmal nachkaufen. Das wäre so eine ganz gute strategische Ansatz, damit man eben auch die Risiken entsprechend begrenzt. Denn wenn Sie jetzt All-In gehen in eine Position, dann haben Sie das größte Risiko. Dann haben Sie ein Klumpenrisiko im Depot und Sie wetten darauf, dass Sie den optimalen Zeitpunkt getroffen haben. Und das kann niemand. Das kann Ihnen auch niemand sagen, ob der optimale Zeitpunkt jetzt getroffen ist oder nicht. Das weiß man erst im Nachhinein, deswegen muss man eben die entsprechenden Risiken vorsichtig mit umgehen und sukzessive einsteigen und warten, bis eine Aktie wirklich ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis liefert und nicht schon vorher in der Hoffnung auf irgendetwas Bestimmtes, auf ein bestimmtes Szenario einsteigen. Das macht keinen Sinn. Und wenn Sie im Aktienmarkt investiert sind und nur auf Hoffen und Bangen investieren, das geht meistens schief. Das gleiche hier bei BASF, ja, das ist im Augenblick so ein sehr gutes Beispiel eigentlich. Der Wert ist mehr oder weniger unterstützt hier so im Bereich von rund 70 Euro. Da sieht man hier sind wir im Oktober mal so ein bisschen drauf aufgesetzt, hier steigt das Umsatzgebirge an, also der Bereich um 70, 71 Euro ist eigentlich relativ gut. Jetzt könnte man zum Beispiel jetzt eine erste Position aufbauen und sagen, gut, diese Position sichere ich ab, knapp unterhalb der letzten Unterstützung, also hier mit einem Stoppkurs im Bereich um rund 64,50 Euro gehe ich ein Risiko von 7% ein. Dann gucke ich dieses Risiko von gut 7,7%, welche Chance bietet mir denn der Wert dafür auf der Oberseite, wenn ich einsteige. So, und hier ist ja dann der nächste Widerstand, klar kann der bestimmt werden hier mit dem Umkehrpunkt Ende November, der liegt bei 78,20 Euro. Das heißt, ich habe eine Chance auf der Oberseite von ungefähr 11%. Und das ist ja schon ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja, liegt vergleichsweise deutlich über 1. Das heißt, ich gehe weniger Risiko ein, als ich an Chance bekomme. Das wäre so ein erster Punkt zum Beispiel, wie man vorgehen kann. Man kann natürlich jetzt auch abwarten, kommt es hier zu einer Bestätigung im Bereich 70, 71 Euro. Das heißt also, wird der Kurs nicht, diese Unterstützung nicht unterschritten. Und da gehe ich mit einem ersten Drittel der Position ein. Und baue diese Position zum Beispiel auf, also wenn die Aktie dann hier über 74 Euro steigt, das ist so ein guter Mittelwert dieser Spanne, dann kann ich zum Beispiel nochmal 2 Drittel ausbauen der Position und dann abwarten bis 78 Euro. Hier kann ich dann zum Beispiel verkaufen, wenn es nur eine kurzfristige Position sein soll. Wenn sie mittelfristig ist, ziehe ich den Kurs zum Beispiel oder den Stoppkurs auf Einstand nach, habe kein Risiko mehr im Markt und setze dann darauf, dass es hier oben zu einem Ausbruch kommt. Und so kann ich dann sukzessive entsprechend vorgehen. Das gleiche ist zum Beispiel hier bei der Deutschen Telekom. soll jetzt mal der abschließende Wert sein für heute, auch im Augenblick einer guten Unterstützung eigentlich angekommen. Sie sehen hier die 200-Tage-Linie, eine horizontale Unterstützung im Bereich 16,10 €. Die haben wir hier ausgewählt, da war es ein Widerstand, jetzt ist es ein bisschen eine Unterstützung. Hier kann man jetzt schon einsteigen. Wichtiger oder interessanter wäre aber erst ein Ausbruch hier oben über 17,55 €. Deutsche Telekom ist zum Beispiel eine Aktie, die gehört bei mir fürs nächste Jahr ganz klar, ganz weit oben auf die Beobachtungsliste. Ja, und wenn die ausbrechen sollte hier über 17,60 €, 17,70 €, dann wird hier der Deckel massiv nach oben hin geöffnet. Ich zeige Ihnen mal den langfristigen Kursverlauf, worüber wir uns hier eigentlich unterhalten. Das ist dieser Widerstandsbereich hier. Ja, wenn die Aktie hier drüber läuft, also 17,60, 17,70 darum, dann haben wir diese ganz breite Bodenbildungsphase, möchte ich es mal nennen, in Anführungszeichen, abgeschlossen. Und dann könnte hier durchaus mehr Potenzial nach oben hin noch entfacht werden. Also Kurse jenseits von 20 € sind dann durchaus möglich. Aber dafür muss eben diese Barriere hier raus bei 17,70 und deshalb, je nachdem wie man eben veranlagt ist, wartet man einfach ab, bis der Markt mir das Signal gibt, die Aktie ist oben drüber ausgebrochen. Und dann kommen schon automatisch die Anschlusskäufe auch rein, denn der übergeordnete Trend hier mittelfristiger Natur ist ja aufwärts gerichtet und damit ist die ganze Geschichte eigentlich sowieso schon positiv. Wenn Sie spekulativer unterwegs sein sollen, gucken Sie sich mal im TechDAX Optical an. Das ist ja ein absoluter Überflieger gewesen in den vergangenen Monaten. Also hier, ich zeige Ihnen einfach mal, da kommt zu glauben, so ungefähr seit Jahresbeginn rund 300% zugelegt. Das ist eine ganze Menge, das ist richtig. Hier ist eine ganze Menge eingepreist. Sie sehen aber auch hier unten die Umsatzentwicklung. Das ist auch mal ganz entscheidend. Das wichtige Trendbewegungen und Ausbrüche durch einen Anstieg des Handelsvolumens untermauert werden. Nur dann ist der auch nachhaltig. Und hier sieht man sehr schön diese Barriere, die hier verläuft im Bereich 10,30 € bis ungefähr 11,40 €. Auch hier ähnlich wie bei der Telekom so eine sehr, sehr große langfristige Bodenbildungsphase könnte dann abgeschlossen sein und dann wäre auch hier der Deckel quasi gelüftet und die Aktie könnte sich dann durchaus weiter freundlich entwickeln. Aber dafür muss, wie gesagt, dann auch hier das entsprechende Signal kommen. Das heißt also ein Tagesschlusskurs oder Wochenschlusskurs mindestens über 12 € und dann kann man hier eben darauf setzen, dass es zu einer anhaltenden Aufwärtsbewegung kommt. Aber wie gesagt, ich brauche vorher die Bestätigung vom Markt, dass es eben auch genügend Käufer gibt, die auf dem erhöhten Niveau einsteigen möchten. Jo, das war das Wort zum Dienstag. Ich habe mir noch ein paar Werte aufgeschrieben fürs nächste Mal, damit man die nochmal besprechen kann und auf die dann eingehen kann. Ich habe mir gerade noch eine Frage gewesen zur relativen Stärke der Allianz-Aktie. Das ist richtig, Allianz-Aktie zum Beispiel im Augenblick auch die Versicherer ja sehr, sehr gut unterwegs und haben auch einen guten Lauf. Da waren wir ja letztes Mal drauf eingegangen schon, Hannover Rück als Favoriten identifiziert. Allianz hatte ich ja auch gesagt, so quasi als zweiter Favorit, durchaus interessant. Sie sehen aber auch hier im Augenblick eben gefangen, ja, in so einer kleinen Seitwärtsbewegung, Unterstützung unten 159, 160, oben 170. Und hier kann man jetzt das Gleiche machen wie eben bei BASF. Hier eine erste Position aufbauen, absichern unter der darunterliegenden Unterstützung und auf dem Rücklauf bzw. Ausbruch oben auf ein neues Jahreshoch setzen. Das wäre so eine mögliche Strategie. Jo, das soll es gewesen sein. Meine Stimme lässt mir gerade nach. Ich schreibe mir noch die Werte auf, die Sie mir noch nennen. Dann gehe ich da direkt beim nächsten Mal drauf ein. Hier noch die Orientierungsmarken für die nächsten Tage aktualisiert. Ich habe ein paar Anpassungen vorgenommen. Schauen Sie sich die an, die halten eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also schon fast besser, als ich es eigentlich glauben würde. Sie werden zum Teil auch sehr gut getroffen. Behalten Sie die im Blick, behalten Sie Ihre Positionen unter Beobachtung. Wie gesagt, im Augenblick noch eher leichte Schwächephase zu erwarten. DAX 10.500, 10.600, ganz wichtige Marke. Und dann sprechen wir uns, lesen und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute, gute Zeit und tschüss bis dahin.